Herzliche Gratulation, Simona Ebersold, zum Sieg an der heutigen Sprint-SM. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Merci. Ich bin mega zufrieden mit meiner Leistung. Vor allem, weil ich immer so ein bisschen Angst hatte vor dem Sprint in dieser Grand-Slam-Serie. Weil wenn ich jetzt einen Schwachpunkt würde sagen, würde ich meine Schwachstelle eher so im Sprint einschätzen. Im Wald bin ich besser, würde ich jetzt sagen. Von dem her bin ich mega stolz, dass es heute geklappt und zufrieden. Was war denn dein Erfolgsrezept heute? Von Anfang an Vollgas geben, aber gleich immer mir genug Zeit nehmen für die Routenwahlen. Es hat viele schwierige Routenwahlen gehabt, wo du wirklich schauen musst, wo komme ich durch, wo nicht. Und dort habe ich mir wirklich Zeit genommen, das zu sehen. Und ja, das ist bis zum Schluss aufgegangen. Und wie sieht dann deine Vorbereitung aus für die nächsten Schweizer Meisterschaften, die jetzt noch anstehen? Ja, es ist jetzt natürlich ein recht toughes Programm, jedes Wochenende der Schweizer Meisterschaft. Wir versuchen mich immer nach der Schweizer Meisterschaft wieder so ein paar Tage zu erholen und dann wieder mich neu vorzubereiten auf den Wettkampf mit noch kurzen, intensiven Einheiten. Joey Haddon, herzliche Gratulation zum Sieg an der heutigen Sprint-Schweizer Meisterschaft. Was war heute dein Erfolgsrezept gewesen? Ja, wir haben gewusst, dass es einen Sprint wird geben mit vielen Posten und dementsprechend vielen kleinen Entscheidungen. Und ich habe gewusst, dass so ein Sprint von Anfang an ganz voll durchzuziehen wird sicher schwierig oder fehleranfällig. Darum habe ich mir vorgenommen, am Anfang ein bisschen zu investieren und wirklich einen guten Rhythmus zu finden. Und das ist eigentlich dann auch gelungen auf den ersten Posten. In der Mitte hatte ich das Gefühl, dass ich immer noch genug Energie im Kopf habe oder genug überlegen kann, für die richtige Routenwahlentscheidung zu treffen. Und ganz am Schluss ist dann trotzdem bin ich etwas müde worden im Kopf und bin dementsprechend umso glücklicher gewesen, dass es dann gleich noch ohne grossen Fehler ist ins Ziel gekommen. Und doch macht mich sehr glücklich, jetzt den heutigen Lauf so abzuschließen. Jetzt stehen ja in den nächsten Wochen noch zwei weitere Schweizer Meisterschaften an. Was hast du dir dort als Ziel vorgenommen? Ja, ich denke, das Podium ist sicher immer ein Ziel. Das ist aber von Lauf zu Lauf immer wieder eine neue Herausforderung. Und ja, jetzt mal schauen, wie es in den anderen Disziplinen läuft, Langdistanz und Mitteldistanz. Ich hoffe sicher auch dort irgendwo vorne mitzumischen. Wie sieht denn jetzt noch die Vorbereitung aus auf diese zwei Läufe? Ja, ich denke, wir hatten eine lange Vorbereitungsphase, in der wir gut trainieren konnten. Und jetzt geht es eigentlich in den Wochen, wo wir die diversen Schweizer Meisterschaften haben, wirklich darum, auch ein bisschen in den Wettkampfrhythmus zu kommen und sich auch wieder gut erholen und dementsprechend zu vorbereiten für die nächsten Wochenende. Daniel Huttmann, herzliche Gratulation zu dem Sieg an der heutigen Sprint-Schweizer Meisterschaft zeitgleich mit dem Joey Haddon. Wie ist dir heute gelaufen? Ja, am Anfang bin ich eigentlich gut ins Rennen gekommen. Ich wusste, es wird tricky mit vielen Posten und viel spannenden Routen. Oder habe ich gehofft zumindest, und das war es auch gewesen. Und ich bin ja eigentlich gut über den Paco gekommen. Zwei, drei Fehler haben sich dann doch eingeschlichen. Und blöderweise hatte ich mit dem SIR ein Problem gehabt. Aber eine Hälfte musste ich jeden stempeln. Und das ja, war ärgerlich gewesen. Aber bin ich natürlich auch selber schuld, wenn man nicht mit bestem Material startet sozusagen. Und ja, so gesehen bin ich sehr glücklich, dass es gleich zum Titel gelangt hat. Wie würdest du das Gelände von heute beschreiben und was hat es gebraucht, um wirklich an der Spitze mitzulaufen? Ja, das Gelände war eigentlich sehr abwechslungsreich. Es hat verschiedene Gebiete gehabt, mit Quartier oder sogar Parkteil und Altstadtteil. Also mir war immer gefordert gewesen, hat immer müssen konzentriert sein. Also es hat eigentlich selten oder fast keine Teilstrecke gegeben, wo man einfach rennen konnte. Man hat immer müssen Entscheidungen treffen und das hat es sehr spannend gemacht. Und wie sehen jetzt deine Ziele aus für die anstehende Schweizer Meisterschaft in der nächsten Woche? Ja, jetzt bin ich mal sehr glücklich, dass ich heute hier gewinnen konnte. In meinem Heimatkanton ist es immer schön, wenn man einen Wettkampf gewinnen kann. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich den Schwung mitnehmen kann und bei den nächsten Rennen wieder vorne dabei bin.
Elin Gemperle, herzliche Gratulation zum Sieg an der heutigen Sprint-Schweizer Meisterschaft. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Ja, eigentlich bin ich schon zufrieden, aber ich habe schon ein paar kleine Fehler gemacht, die ich lieber nicht gemacht hätte. Aber im Gesamten bin ich schon zufrieden, vor allem mit dem Läuferischen. Was hat es denn heute gebraucht, um wirklich vorne mitzulaufen? Ich glaube, man hat immer einen Schritt voraus sein, weil es halt schon eher technisch anspruchsvoll war und dann halt das wirklich gut umsetzen. Und das ist dir mehr oder weniger gelungen? Oder du hast gesagt, es hat auch ein paar Fehler drin gehabt. So die grosse Bilanz, was würdest du sagen? Ja, mehr oder weniger würde ich sagen. Ja, teilweise eben kleine Fehler, aber im Grossen und Ganzen ist es eigentlich gut gegangen. Und was hast du jetzt noch als Ziel gesetzt für die nächsten Schweizer Meisterschaften? Ich probiere sicher an der LOM noch mal vorne mitzulaufen. Ja, mal schauen, wie weit für das reicht, weil ich glaube, es ist ja eher lang und eben läuferisch vielleicht auch eher. Darum hoffe ich mal, dass es selbst für mich ist. In dem Fall liegen dir auch die physisch strengen Läufe? Ja, würde ich glaube ich sagen. Fabian Erbesold, herzliche Gratulation zum Sieg bei den Junioren an der heutigen Sprint-Schweizer Meisterschaft. Was war dein Erfolgsrezept? Ja, also ich habe halt gewusst, dass es nicht ein ganz einfacher Sprint wird. Also ich hatte gestern noch die SSM gehabt und dort war es extrem einfach, also es war nur physisch. Und ich wusste, dass es heute sicher schwieriger wird und dass ich heute ein bisschen Tempo rausnehmen muss. Und ja, das habe ich eigentlich dann schlussendlich auch gemacht am Anfang und mich recht auf die Karte konzentriert und bin so recht gut reingekommen. Ich habe mich physisch nicht so gut gefühlt wie gestern, aber es war gar nicht so schlimm gewesen, weil so habe ich nachher ein bisschen weniger Fehler gemacht und bin eigentlich recht super durchgekommen. Und ja, so hat es nachher knapp gelangt. Und was hast du jetzt noch als Ziel gesetzt für die nächsten Schweizer Meisterschaften? Ja, also, es ist immer jetzt noch das Ziel, wieder vorne mitzulaufen, das Podium natürlich. Ich werde sehen, wie mir der LOM nächste Woche liegt. Es ist relativ weit und nicht extrem viel Höhe, aber ich glaube, es ist immer bei Langdistanzen natürlich mit dem Jonas Odini zu rechnen, wie auch mit dem Mattia Gründer. Also ich glaube, die sind sehr stark unterwegs und ja, also ich muss sicher noch jetzt eine gute Trainingswoche reinlegen, dass ich nachher wieder vorne kann mitlaufen nächste Woche. In dem Fall kommen wir zu der Vorbereitung. Wie sieht die jetzt noch aus in den nächsten Wochen? Ja, ich glaube, jetzt einfach, ist noch ein bisschen, nicht zu viel Training. Einfach noch ein bisschen die Form ein bisschen konservieren, noch bis nächste Woche. Und nachher haben wir auch noch eine MOM, natürlich, die auch noch wichtig ist. Und dann vielleicht noch international alles. Also der Edschok, also EJOG, Edschok ist noch geplant, aber weiss man halt noch nicht, ob die dann wirklich durchgeführt wird. Aber ja, jetzt ist sicher nicht mehr das grosse Training, das ansteht, sondern einfach noch gut weiter, stabil weiter trainieren und die Form behalten.